Es ist kein normaler Nachmittag für Olaf Bodden. Für ein paar Stunden das Schicksal endlich mal ausblenden. Der Besuch der Ex-Löwen Waas und Zacher lenkt ab. Das Kraftpaket von einst ist mittlerweile zu schwach zum Gehen. Sein Alltag spielt sich im Bett ab, 24 Stunden lang. Ja, es ist grausam. Ich sag mal, ich bin froh, wenn dann immer abends oder nachts ist, dass man sozusagen auch einige Stunden davon überschlafen kann. Aber tagsüber, wenn man dann um, weiß ich, 8, 9 Uhr wach wird, dann weiß man, jetzt hat man wieder den ganzen Tag vor sich im Bett, hat nur den Fernseher, den Laptop, vielleicht ein bisschen telefonieren. Manchmal kriege ich lieben Besuch, so wie heute war zwei Fußballkollegen da, ehemalige, und das ist natürlich eine schöne Abwechslung zwischendurch. Einfache Dinge wie ein Toilettengang werden ohne fremde Hilfe zur Tortur. Was 1996 mit dem pfeiferschen Drüsenfieber begann, mündet ins chronische Erschöpfungssyndrom, CFS. Es ist eine relativ schwere und chronisch verlaufende Erkrankung. Also der typische Patient ist so krank, dass er eigentlich dann nicht mehr arbeiten kann und dass er sich auch sehr krank fühlt. Er hat also auch typischerweise Schmerzen, zunehmende Infektneigung, eine Verschlimmerung von Allergien. Das, was die Erkrankung auch eben so schwierig macht, ist, dass wir sie noch nicht gut kennen. Boddens Lichtblick liegt in der Forschung. Auf eigene Gefahr testet er das Medikament Rituximab. Die Nebenwirkungen bei CFS noch unbekannt. Boddens Hoffnung auf Heilung erfüllt sich nicht. Im Gegenteil. Nach 3 Tagen habe ich schwerste Grippesymptome bekommen und nach mehreren Monaten hat man dann festgestellt, dass das eine allergische Reaktion war. Dann kam im April der Crash und seitdem wurde es immer schlimmer, bis hin zur Bettlägerigkeit eben. Der ehemalige Profisportler, ein Pflegefall. Natürlich habe ich auch ein bisschen Wut auf mich selber, dass ich das Medikament genommen habe. Allerdings bringt das auch nichts, weil das auch eine Riesenchance war, wieder gesund zu werden und wieder ein normales Leben führen zu können. Ich habe zu Hause hier auch Momente, wo ich weine, wo ich verzweifelt bin, wo ich Wut habe, wo ich resigniere, manchmal wieder Hoffnung schöpfe. Ja, das ist unwahrscheinlich schwierig, weil ja mehr oder weniger jetzt auch meine Zukunft, die ich geplant habe, mehr oder weniger auch beendet ist. Ich sag mal, ich hatte eine Zukunft mit einer Freundin geplant, die jetzt sozusagen ja erstmal in weite Ferne gerückt ist. Wir haben uns jetzt natürlich erstmal getrennt, weil ich kann ihr das auch nicht zumuten, mich zu pflegen. Olaf Bodden, ein Extremer, aber kein Einzelfall. 3 von 1000 Menschen sind betroffen, schätzen Forscher. Heute gehen erste Mediziner von einer neurologischen Krankheit aus. Damals wurden chronische Erschöpfungen als Psychoproblem abgetan. 1996 betritt das Erschöpfungssyndrom erstmals die Bühne Bundesliga. Ausgerechnet Bodden, der kantige Löwenstürmer, hat von heute auf morgen keine Kraft mehr. Ich trainiere nicht 8 Wochen und simuliere dann, dass ich zum Auftakt nicht spielen kann. Dann wäre ich ja schön blöd als Fußballprofi. Da geben mir eigentlich solche Lappen. Ich sag mal, letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt. Wollte daran anknüpfen und bin jetzt dadurch verhindert. 1997 scheint die Krankheit besiegt. Es folgt ein schillerndes Comeback. Bodden schießt Arminia Bielefeld mit 3 Toren im Alleingang ab. Wenig später folgt dennoch das Karriereende. Die Krankheit zerstört den Bundesliga-Traum. Olaf war, glaube ich, mit 95 Kilo schon eine Erscheinung, wo jeder ein bisschen gezittert hat, wo er in der gegnerischen Mannschaft gespielt hat. Und letztendlich ist es schade, dass er sich dann so abrupt oder dass er krank geworden ist, weil wir waren wirklich ein recht gutes Sturmduo. Jetzt, 18 Jahre nach dem letzten Auftritt im Grünwalder Stadion, kehrt er zurück. Die alten Freunde organisieren ein Benefizspiel im alten Wohnzimmer. Olaf Bodden ist der Kult bei 60, also der hat mit Leidenschaft, mit Kampf immer gespielt, viele Tore für 60 gemacht. Hat damals leider aufhören müssen, frühzeitig aufgrund der Krankheit, ja, hatte nie ein Abschiedsspiel. Und ich glaube, das kann man jetzt beides verbinden, Abschiedsspiel und ein Benefitspiel. Sie sammeln Geld für seine teuren Behandlungen. Der Lange kommt endlich nach Hause. Vor 18 Jahren bin ich ins Stadion eingelaufen, im ersten und letzten Bundesliga-Jahr, was wir im Grünwalder gespielt haben. Jetzt werde ich wahrscheinlich mit dem Bett hineingeschoben. Das wird sicherlich ein sehr, sehr emotionaler Moment und ja, ich weiß nicht, ob ich da noch so cool bleiben kann, wie ich das jetzt nach außen hin darstelle. Mal für einen Nachmittag nicht nur an die Krankheit denken. Olaf Bodden kämpft weiter, auch ohne körperliche Kraft. Er wehrt sich gegen die Folgen seiner Erkrankung jetzt
zählt nur noch eins. Die Hoffnung, dass mein Immunsystem sich mit der Zeit von diesem Schock, von diesem Schlag erholen wird und ich zumindest wieder so einen Zustand habe, wie der vorher war. Auch wenn die vollständige Genesung in weiter Ferne liegt. Olaf Bodden hat ein Ziel. Endlich raus aus dem Bett.